Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Wender 1974 und das ist World Court Tennis. Ich glaube, der MS Standard hat das schon mal gezeigt, dann habe ich es irgendwie vollkommen vergessen. Jetzt hat es der Retro-Lutzer gezeigt. Und ja, mal gucken, ob ich mich genauso deppert anstelle. Das hier ist die TurboGrafx-Version, nicht die PC-Engine-Version, deswegen haben wir das hier auch in feinstem Englisch. Kurz zur Steuerung muss man ein bisschen was sagen. Ich habe reingeguckt, ich habe getestet wegen Ton. Mir kam ein bisschen was bekannt vor und ich verstehe, warum das dann interessant ist. So, wen nehmen wir denn mal? Wer sieht denn so aus? Ich nehme das hier übrigens gerade auf, nachdem Frau Carver die Australian Open gewonnen hat. Und für die Leute, die Fans sind von Everybody's Tennis, die Finalfolge kommt, ist ein Teil von One Night Stand. So, haben wir mal einen kleinen Spoiler rausgehauen. Wer bist du denn? Ach komm, nehmen wir Herrn Wirt. Herrn Wirt gegen Herrn Rosen. So, Handplatz, Rasen oder Sand, komm, machen wir mal. Drei Sätze, ich bin auch bescheuert. Nein, wir machen nur einen. So, wollen wir mal gucken. Es gibt ja bekanntermaßen nur zwei Buttons. Okay, das ist hart schlagen, da wird der andere. Genau, der andere ist so ein Volley-Verschnitt und sonstiges. Okay, mal gucken. Okay. Warum mag ich das so? So, ist besser. Ich will den mal ausprobieren. Okay, da kannst du so ein bisschen... Und da kannst du Gas geben. Okay. Ich vermute mal, dass... wenn ich mich jetzt hier besser anstelle... Dann wird der Alex den falschen Button genommen haben. Und allein um dich zu ärgern, das beste Tennisspiel der Welt ist immer noch Mario Tennis. So. Viel Spaß. So, komm. Okay, den kriege ich nicht. Was stimmt ist, dass die Figuren relativ langsam sind. Das ist ein bisschen, naja, eher so geschmacksneutral. Aber wo mir dann sofort die Steuerung bekannt vorkam, wer meinen Kanal länger verfolgt, und das sollten viele da draußen, Hust. Ich habe ja mal, na gut, das war ein Notschlag. Ich habe ja mal tatsächlich Anna Konikova Smash Court Tennis gemacht, das übrigens auch von Namco ist. Ja, und das hat die gleiche Steuerung. Ganz lustig. Deswegen. Mir kam da nämlich sofort was bekannt vor. Da ist. Der Einstieg ist nie wirklich einfach. Das war es auch bei dem Spiel nicht, aber was tut man nicht alles, um Bilder von Anna K. freizuspielen? Gut, ich hätte auch ins Internet gehen können, aber hey, ich bin Gamer, ich bin doof. So, mal gucken, wie ist denn der Rückschlag? So, den Surf kann ich mittlerweile. Surf und Volley brauche ich hier, glaube ich, nicht versuchen. Dazu sind die einfach zu lang. Schöner Return. Ja, ja. Du. Ah, okay, der war schon los. Der ist weg. Ich glaube, ich muss jetzt nicht irgendjemand die Tennisregeln erklären, ne? Also. Auch wenn das nicht mehr so Mainstream-technisch ist, gut. Wenn jetzt Angelique Gerber die Australian Open gewonnen hat, wird das wieder wahrscheinlich ein bisschen Mainstream. Die Befürchtung ist allerdings wahrscheinlich, dass jetzt nicht jetzt Oliver Pocher anruft. Liebes Kind, geh da nicht dran. Ist nicht gut. Aber sonst, ich glaube, Tennis ist, glaube ich, immer noch Thema und das ist auch nicht so selten. Ist auch nicht mehr so der mega elitäre Sport, wie meinetwegen Golf das ja teilweise immer noch ist. Gibt ja, bei Golf gibt es die böse Theorie, dass es so viele Golfclubs gibt, weil man kann dann dementsprechend ein bisschen Steuern sparen. Weil die machen alle Spenden an den jeweiligen Golfclub. Deswegen, weil ihr müsst mal warten, es gibt so viele Top-Manager, sind unglaublich beschissene Golfspieler. Also, deswegen, ne? Also, die werden dann garantiert nicht Golf trainieren. So, haben wir das Klischee auch drin? So, welchen Sport für Ärzte und Anwälte soll ich als nächstes durch die Scheiße ziehen? Schreibt das jetzt in die Kommentare. Also, was mir zum Beispiel, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, was mir überhaupt nicht gefällt, ist in diesen Games, wenn ihr mal so die Perspektiven wechselt. Da ist mir lieber, Alter, dass nämlich, dass man den Court dreht. Wieso kann ich ihn jetzt bitte sehr das nicht mehr machen, was ich gerade 3 Stunden lang gemacht habe? Weiß keiner, ne? Weiß keiner. So. Ah, der ist schlecht. Erstes Break. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. So. In alter Boris Becker Rhetorik-Tradition, jetzt muss das Rebreak her. Besser. So, komm.
Ich bin ein Vorhandkiller. Das sollte passen, das passt. Wenn ich eins in den ganzen Tennisspielen drauf habe, dann meine Vorhand. Dann bin ich ein Killer. So, und passt. Ich hole das Aufschlagspiel zurück. Oh, komm, mal weiter. Mich hier anstellen. Das habe ich schon gesehen, dass er zu lang war. Doof, 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 doof. Ah, was ich euch auch noch mal zeigen muss, das notiere ich mir einfach mal selber, dann kriegt ihr beides hintereinander. Ich habe nämlich noch ein anderes Tennisspiel gemacht. Ah! Dämlich. Dämlich, fataler Fehler. Kann ich euch das nämlich in dem Zuge auch mal zeigen. Komm, streng dich hier mal an. Tu mal so, als würdest du hier für dein Geld was tun. So. Ah, Mist! Ah. Reib's mir ruhig unter die Nase. So, jetzt machen wir mal Schluss mit lustig. Gut, surfen Volley traue ich mir nicht. Da sind die mir auch einfach ein bisschen zu langsam. Theoretisch müsste das aber eigentlich gehen. Ich laufe nach vorne und werde total passiert. Nein, ich mach's nicht. Boah, knapp. Junger Freund. Manchmal spiele ich also wirklich, dass das einen Herzinfarkt bringt. Gott. So. Ich muss immer noch breaken. Wie, weiß ich nicht, aber wenn es nicht hilft, dann hilft ja vorne Gott oder so. Ach nee, das war im Fußball. Ist ja fast so ähnlich. Boah. Da kannst du nichts machen. Doch, dumm gucken. Da kann ich nochmal dumm gucken. Ah, komm, hier. Komm, gib mal. Besser. Na, jetzt rüber. Schön. So, komm. Es ist erst vorbei, wenn die dicke Frau singt. Und Tine Wittler ist schon lange nicht mehr im Fernsehen. So, komm. Bring it on. Nein! 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 Ah, doof. Ja gut, der war schön. Er hat immer ein bisschen Dusel, ja? Ah. Ja, jetzt geht wieder, kommt wieder diese tolle Perspektive von oben, die ich ja so unglaublich schätze. Klar. Weil auf einmal ist oben der Platz anders, oder wie? Sicher. Ja, ist gut. Ich hasse diese Perspektive. Wie willst du da was machen? Da kannst du doof gucken. Ja, toll. Super, 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 super. Ah! Meine Güte! So, ich muss dich breaken. Da geht kein Weg dran vorbei. Oh, das ist doch. Meine Güte. Haut der mir die Dinger jetzt um die Ohren. So. Das ist Punkt. So. Schluss mit lustig. Gut. Nein! 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 Oh, und er ist drin. Natürlich ist er drin. Sicher ist er drin. Hier, zweimal mehr wie du, oder was? Moment, dann machen wir nochmal. Dann machen wir nochmal. Dann machen wir nochmal. Könnt ja eigentlich doppelt machen, aber komm so. Du kannst nix. Ich will's aber nur. Das sind doch alles Kerle, ne? Nee, kommt, das sieht auch so ein bisschen aus wie. Naja, gut, wir sind da ja ziemlich offen. So,
Sand. Ist ja bekanntermaßen der langsamste Chord. Boah, ist ja langsam. Ja, die Spieler sind zu langsam dafür. Jetzt ist es total lahmarschig. Das ist ja auch geil. Dann kriegst du wahrscheinlich auf Rasen, kriegst du wahrscheinlich gar nichts mehr hin. Oh, man kann hier sogar ein Bäckerhecht machen? Okay. Wir haben was gelernt. Nee, ist klar. Klar, weil es ist Sand und dann ist alles in Zeitlupe. Auch der Aufschlag. Super! Also ein Sandkord ist ja schon überhaupt nicht meine Welt. Das ist ja... Boah! Da kannst du ja eh... Ja. Deswegen, du kannst ja zugucken, wie der Ball dich passiert, ey. Nee, komm. Kann man das irgendwie... Kann man hier... Da kann man eine Pause machen. Ich muss das tatsächlich durchspielen. Oh Gott. Ach komm, ist doch lächerlich. Das ist doch ein Witz. Ach komm, hör auf. Also Sand ist ja das allerletzte. Ist klar. Hier mit, was weiß ich, in Zeitlupe, ey. Nee, das ist, also Zeitlupentennis ist nie meine Welt gewesen. Das sollte... Ja, immer ein Punkt! Aber mit passieren ist jetzt nicht mehr so wirklich, ne? Weil, ist klar, ist einfach alles zu langsam. Meine Güte, ey. Meine Fresse. Alter. Alter, kann man sich hier super blamieren, ey. Das ist unglaublich. Ist klar. Machen wir aber gleich nochmal Rasen. Da. Ist egal. Ach, da kriege ich den, im wahrsten Sinne des Wortes, Achtung, jetzt hier, YouTube-Humor, da kriege ich ihn schon gar nicht mehr hoch. Ah. Toll. Ich kriege hier, das ist unglaublich. So. Muss auf jeden Fall mehr. Ja, natürlich. Und du kannst hier trotzdem feuern wie sonst was, ne? Ist klar. Ist klar. Ich mache hier Zeitlupentennis. Du spielst auf jedem Platz normal, ne? Ist klar. Seht ihr, wie der Ball kommt gar nicht. Haben die Chords vertauscht? Und schon wieder, wie beim letzten Mal. Da komme ich dann angeblich nicht mehr ran, weil die KI das so entscheidet, oder wie? Boah. Reicht der? Was ist geil, ey. Beide nullen sich am Netz zu Tode. Das ist schlimm. So. Besser. Kriege ich mal eigentlich ein Aufschlagspiel durch? Kommt jetzt die Wende? Das sollte reichen. Oh, hör auf. Ist doch lächerlich. Ist doch lächerlich. Ist doch albern. Ist doch schon wieder, wenn die KI schon wieder weiß, wo der Ball hingeht. Genau, und die weiß auch, dass ich da nicht mehr drankomme und steht 5-0. So ein Scheiß. Also hier ist man in dem Match... Vielleicht hängt das auch wirklich von den Figuren ab. Da müsste man jetzt das Handbuch haben, das ich überraschenderweise nicht habe. Vielleicht hängt das auch wirklich von den Figuren ab, die man hier wählt. Dass die wirklich unterschiedliche Fähigkeiten haben. Weil jetzt habe ich ja irgendwie noch eine langsamere Torfnase. Die ist ja... Die weiß ja gar nicht, wie sie heißt.
Naja gut, den hätte ich nicht mehr nehmen müssen, der ging ins Aus. Werde ich wahrscheinlich gleich wieder bitterlich für bestraft. Na gut, der war auch im Aus, aber ich habe nichts gesehen. So. Boah, gut. Der war gut. Oh, es steht ja nur 5-0 oder so, ne? Ich hätte ja breaken können. Durfte ich nicht. Ist klar. Ist klar. Ist klar, Namco. Ist klar. Und da komme ich natürlich auch nicht dran an den Ball, weil... Jetzt ist schon wieder Hughes. Einstand. Egalität. Ja, und da kriege ich den natürlich auch nicht mehr. Und jetzt kommt Matchball. Und der ist natürlich mit dem Ast drin. Wie in einem schlechten Film irgendwie, ne? Ich komme mir so ein bisschen vor wie Rocky 1. Ich kriege keine Chance, egal wie. An Apollo kommst du nicht ran. So, ihr wisst, was ich jetzt tue. So. Jetzt gegen Kief. So, Rasen. Und dann gucken wir uns mal den Quest-Mode an, weil der ist gar nicht uninteressant. Da sollte ich aber definitiv erstmal ein Spiel überhaupt so gewinnen. So. Okay, das ist schneller. Da muss ich mir mal eben kurze Sekunden dran gewöhnen. Ja, ist klar. Beim Rasentennis, das wissen vielleicht viele gar nicht, ist auch das Netz auf einmal höher. So, komm. Machen wir mir mal den Böbel des Wohnzimmers, räumen wir mal auf. Was auch immer das für ein Aufschlag gerade war. So, bis jetzt sieht das noch okay aus. Ja. Ich bin ein Rasenplatzspieler. So, mal gucken. Rückschlag. Kriege ich 3 Asse um die Ohren? Oder 4 Asse? Okay, der war weg. Na komm, lass ich auch schon. Oh, Doppelfehler. Er ditcht so ein bisschen sich zu Tode auf. Interessant. Ja, und er ist natürlich mit dem zweiten Ass. Logisch. Was erwarte ich auch? Meine Güte, wie ich sowas liebe. Ja, ist klar. Ist klar, jetzt komme ich nicht mehr an den Ball, ne? Ist logisch. Ist logisch. Weil das ist so ein Killeraufschlag, da kommt keiner mehr ran. Jetzt wird's, das ist doch wieder albern. Also. Die Hitbox ist definitiv bei diesem Spiel sehr gewöhnungsbedürftig, um es nett zu formulieren. Ja. Das war gar nichts. So, jetzt stehe ich wieder auf meiner Lieblingsperspektive, wo ich jetzt wahrscheinlich gar nichts auf die Kette kriege. Hm? Das geht gut los, ne? Na, der war zu kurz. Ja, der war besser. Besser. Ah. Schön. Ist egal. Erstmal Hauptsache Aufschlag halten. Und dann gucken wir weiter. Das ist ja schon schwer genug, scheinbar. Natürlich mache ich dann Doppelfehler. Natürlich mache ich dann Doppelfehler. Natürlich mache ich dann Fehler. Meine Güte. Also, dass dieses Spiel nicht unbedingt auf eurer Seite ist, sollte man nach 3 Minuten merken. So, komm. Reicht. So, direkt rebreaken und dich mal gleich komplett blamieren. Aber wahrscheinlich machst du jetzt eh wieder nass. So. Und der müsste drin sein. Und der ist drin. So, komm, 0:30. Komm, hör auf hier rumzutribbeln, mach hin. Ich hab auch noch was vor. Na, komm, mach's spannend. One Planet. 0:40. Wer jetzt in die Kommentare schreibt, 3 Asse, wird wahrscheinlich recht haben.
Yes! Haben wir! Zu null! Hui! Haben wir jetzt warm gespielt? Klar muss der aus sein. Klar, kann ja nicht drin sein. Ist ja von einem menschlichen Spieler. Bei der KI wäre drin. Klar, den kriege ich natürlich auch nicht. So, gut, weiter. Schön. So, ja, erstmal Aufschlag nach Hause bringen und dann gucken wir weiter. Schein. So, jetzt. Just bring it. So, jetzt geht's los. Jetzt wird's spannend. Das wichtige sechste Spiel. Okay, jetzt immer das siebte, aber ich sag das jetzt einfach mal. Hihi. Ich hasse das. Das ist so albern. Das ist so albern. Das ist so albern. Diese 100%igen Dinger, wo du genau weißt, wenn du das gegen Player machst, wird das nie funktionieren. Die KI kriegt das hin. Das war jetzt allerdings Pech, ne? Er hat nicht den sichersten Aufschlag. Aber gut, er macht ja auch mal im zweiten Ast. Das ist ja vollkommen wurscht. So. Und natürlich kriege ich den nicht, weil ich den nicht kriegen darf. Klar ist der drin. Klar ist der drin. So, jetzt breakt er nicht, weil es das wichtige siebte Spiel ist, kennen wir. Und wir können alle heute zeitig nach Hause gehen. Seht ihr? Erstmal komme ich schon nicht an den Ball. Weil wäre schwierig, wenn die KI das selber tun müsste. Also macht die KI das so. Meine ja, es ist so gut hier. Komm, ey, jetzt ist doch lächerlich. Natürlich ist der Weg zu null. Zu null gebe ich den Aufschlag ab. Noch Fragen? So. Lass mich raten. Ich kann den nicht mehr breaken. Aber hört, ich gebe nicht auf. Ich habe, weiß ich nicht, gefühlt 120 Folgen Everybody's Tennis hinter mir. Ich gebe nicht auf. I breath, breed. Oder wird der Sprung nochmal? Genau. I breath, bleed and live Tennis. Okay, der Gag geht mit Wrestling, aber ist wurscht. Das merkt hier eh keiner. So, komm, zu null. Yes! So, wir sind wieder im Geschäft. So, bring ja den Aufschlag durch. Und dann, wie gesagt, vielleicht gibt es ja tatsächlich einen Gott. Okay, nicht bei Namco. Jetzt wird's aber hier ganz albern. So, kommt er da dran? Nein, gut. Ausgleich. Yes! Ich weiß, sie werden wahrscheinlich die Ersten sagen, mach doch jetzt endlich Quest-Mode. Kommen wir schon noch zu. Aber das will ich jetzt erstmal hier hinter mir bringen. So. Passt. So, 5-4. Soll ich ganz böse sagen, ich retourniere zum Matchgewinn. Wir wissen es so besser. Das ist, und das muss es nicht sein. Also das Ding muss nicht noch selber irgendwie hier sich selber bescheißen. Wieso komme ich da an die Bälle nicht ran? Das ist doch albern. Das ist doch echt albern. Das ist geil. Theoretisch hat er das Aufschlagspiel mal eben kurz mit 4 Assen gewonnen. Na gut, er hat ja noch eine Chance. Okay.
Na gut, komme ich halt so nicht an den Ball. So. Aber gar nicht schlecht retourniert. Muss ich ihm lassen. Hat er mal ausnahmsweise mal nicht bescheißen müssen. Komm, ey, jetzt hör auf mit deinem scheiß Doppelfehler. Alter. Mach mich nicht kirre. Boah. Jetzt fängt er an zu zaubern. Jetzt fängt er echt an zu zaubern. Ja, Doppelfehler. Spiel verloren. Wir kennen das doch schon. So, und zwei Zauberbälle von ihm. Ass. Alter, ich gewinne schon wieder nicht. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt bin ich okay. Jetzt bin ich 1 Zentimeter zu früh gegangen. Das ist mein eigener Fehler. Aber zweites Ass, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch unrealistisch. Was ist das? Auf Extreme Hard oder was? Hier wird man doch nur beschissen. Kennt ihr das Gefühl, wenn irgendwann die Tastatur aus dem Fenster fliegt? Alter, ich verliere schon wieder, ne? Ja. Zu null. Female. Ah, ich habe auf euch gewartet. Ich bin der König des Tenniskönigreichs. Und ich sehe aus wie der Burger King, aber ist eine andere Geschichte. Würdest du mir einen Gefallen tun? Nö. Das wäre doof, vor allem, dann wäre jetzt das Spiel zu Ende. Mein Land war sehr friedvoll. Jeder liebte Tennis. Aber jetzt ist alles vorbei, denn es kam die Steuerfahndung. Der böse Tenniskönig ist wieder aufgetaucht. Er hat die Schätze der königlichen Familie genommen. Und schnappte sich alle Tennisplätze. Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich mit Stans gebrauchter Tasche oder so. Leute können daher nicht mehr Tennis spielen. Und meckern. Hey, es könnte Deutschland sein. Besiege den König den Tennis und bringe Frieden zurück. Dafür gebe ich dir auch ein paar Tennisgeschenke und 500 US-Dollar und noch ein Geldpaket. Und Umschlag 2, bevor du gehst. Ich zähle auf dich und bring Frieden für unser Königreich. Ja, natürlich tue ich das. So. Verdiene Geld und du kriegst bessere Güter. Ah, echt? Call it Capitalism. Teure, klar, machen wir es anders. Machen wir es in der Boost Another. Teure Kleidung kann dir helfen, Tennis-Herausforderungen zu bestehen. Oder beziehungsweise zu vermeiden. Hallo, kann ich dir helfen? Das wollte ich nicht. Wollen wir wissen, was das kostet? Hallo? Nee. Ich würde gerne wissen, was das andere kostet, die Vogel. Ach, dann schmeißt er mich mal raus. Was bist du, der Baumarkt oder was? Kann ich mir auch nicht leisten, okay. Also, kann ich mir erstmal schon mal alles nicht leisten, das ist ja schon mal schön. Da waren wir schon. So. Bekomme Informationen von Leuten. Ja. Natürlich. Das ist Chicago. Guck euch die Karte mal an. Ja. So sah das auch bei Watch Dogs aus. So. Wo muss ich denn hier hin? Da was passiert. Ach, das ist dann so wie Random Battle oder was? Ja, so ein bisschen Pokémon-Tennis. Ich fordere dich heraus, nimmst du es an? Ja, sicher! Fight!
Zeit für ein Duell und wie der ganze Rotz auch heißt. Achso, ich muss. Ich habe nur Rückschlag. Okay. Okay. Jetzt habe ich sogar Schwein. Nicht nur Rückschlag, sondern auch Schwein. So, mal gucken. Kann ich die schlagen? Ich meine, jetzt im Tennis, ich meine, sonst sicherlich, aber. Das ist ja World Court Tennis und nicht World Court Mixed Martial Arts oder so. Uah. Meine Güte. Man kann daneben schlagen, man kann sich aber auch unglaublich blamieren. So. Okay. So. Wie verloren. Nur ein Spiel? Oh, tut mir leid, du hast verloren. Du hast mehr Übung. Von der Leistung gebe ich ja $200. Ach, und dann fängst du von vorne an, oder wie? What? Egal. Fort. Ist das die gleiche von gerade? So. Ersten Punkt haben wir. Also. Und diesmal kann ich aufschlagen. Habe ich wahrscheinlich das Angriffsrecht gewonnen, wie so bei so einem RPG. Mein Angriffswert oder mein Agilitätswert ist höher, oder was? Alter, das kann doch nicht wahr sein. So, das ist drin. Ja, ich muss doch hier, es ist mein Parcours. Mein Platz, mein Wohnzimmer. Ich habe Matchball. Yes! Das ist es, das ist es, das ist es! Da ist das Ding! Schön! Wie? Wie? Das ist ja wirklich wie Final Fantasy. Ein random Counter nach dem nächsten, oder was? Okay. Dich habe ich gerade schon geschlagen. Jetzt mache ich dich nochmal platt. So, 30-0. So. Mach die platt. Ich würde gerne mal trotzdem wissen, das will ich mir mit Sicherheit mal offscreen gucken, wie lange der Story-Mode ist. So, das war zu 0. Dann kriege ich auch nur noch wieder 1500. Na, wieder 5 cm bis Fight. Wo muss ich denn überhaupt hin? Klar. Okay, die kenne ich. So. Jetzt muss ich dir mal zeigen. Yes! Das war gut. 0,15. Komm hier, du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Okay, das, vielleicht doch. So. Passt! So, komm, noch zwei Bälle. Dann haben wir's. Schön! Yes! Ich kann dich breken. Zur Asse? Yes, 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 yes! Schön! So, trotzdem wissen, wo ich hin muss. Da ist was. Es sind 6 Tennisplätze in diesem Land. Das ist schön. Das freut mich ungemein. Ah. Das war ungeschickt. Ah. Ja, das war noch ungeschickter. Ha, ha.
Noch bin ich nicht geschlagen. Ich bin jetzt auf einer Siegerstraße. Drin. 30 Beile. Check. Katze. Das Ganze nochmal machen. Und das sollte passen. Das hast du aber richtig gut gespielt. Ich bin total zufrieden. Warum überrascht mich nicht, dass ein Ass kommt? Yes! Schön. Oh, wieder Breakball. Doch ein Ass? Natürlich noch ein Ass. Warum überrascht mich das bei dem Spiel nicht? Und? Na komm. Yes. Noch ein Breakball. Yes, da reicht das nicht. Gewonnen, gewonnen und wieder gewonnen. Undefeated, möchte ich sagen. Okay, geht's nicht lang. Da geht's lang. Ja, komm, weg. Mach die platt. So, komm, hier. Ich hau die weg. Hast gegen mich keine Chance. Okay, der war gut. Wir sind bei 37 Minuten, also ist mir scheißegal, nur weil wir zur Stunde. Scheißegal. Ja. Ah, okay. Da konnte ich nicht viel machen. So. Das sieht so aus, dass ich jetzt wahrscheinlich schnell wieder im Heimatdorf lande. Schön. Noch ein. Ah, auch drin. So. Boah, war der knapp. Huiuiui, Herzinfarkt. So. Wieder ein Stand. 4 Punkte in Folge. Ich glaube, jetzt habe ich es drauf. Passt. Ja, gewonnen. Ich bin gut. Ich bin zufrieden. So. Und next. Komm, du hast so eine komische Kappe mit so einem grünen Kreuz. Bist bestimmt gefährlich. Okay, da muss ich ein bisschen vorsichtiger spielen. Sonst, oh, das war dumm. Leichtfertiger Fehler. Unforced Error. Oh, stimmt gar nicht, weil es ja ein direkter Punkt war. Ja, kein Fehler. So, öpp. So, noch hast du nicht gewonnen. Sondern ich. Schön. Boah, alle 2 Minuten Kampf ist natürlich total nervig. Kann ich mir den Gegner so stellen, wie ich es möchte. Das war klar. Konzentration, Konzentration. Schön. Return Winner. Bravo. Bravissimo. Reicht das? Reicht. Wieder habe ich Matchball, ne?
Der war echt gut gespielt, aber der eine Hecht war natürlich noch geiler. Das muss ich ja sagen. Ah, Mist! Super gut gestellt. Dann voll verschlagen. Damit ist die Siegesserie zu Ende. Ich muss das in einem durchspielen, oder was? Moment, jetzt will ich jetzt mal wissen, wie viele Knete habe ich denn jetzt? So, hab doch hier Geld ohne Ende. Okay, den kann ich mir dann noch nicht leisten. Aber gleich. Zack. So, das heißt, ich müsste doch theoretisch jetzt besser sein. Das probieren wir jetzt mal eben. Falsch. Oh! Jason Voorhees! Immer das war. Wir wissen es nicht. Mein Gott. Alter, das gibt's doch gar nicht. Hab ich nicht besseres Equipment? So schlecht gespielt. Jetzt kann ich doch fast schon Surf und Volley machen. Der nochmal. Der ist aber raus. So. Zeige ich irgend so ein Secret oder was? Brauchte ich noch? Ein paar Schuhe, ne? Das passt doch eigentlich. Ne? Frauen, die um Schuhe kämpfen. Naja. Klischee, ich kenne dich. Aber ich werde das dementsprechend dann. Passt dann schon. Ich nehme das jetzt hier am Samstag auf, dann werde ich das am Sonntag hochladen. Und dann habt ihr da mal ein bisschen Spaß dran. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich nicht mal irgendwie einen Story-Mode angehe. Ich möchte mal nur wissen, wie lang der ist. Ob der wirklich so ist, dass man hier das alles machen muss. Oh, jetzt spiele ich ja hier sensationell. Ja alles ab. Und man kann ja schön, das ist ja der wunderbare Welt der Emulation, man kann ja auch hier schön schneiden. Aber das ist eine geile Idee. Ich wusste gar nicht, dass das Ding Story-Mode hat. Mache ich Folgendes. Oh. So, komm. Zack, zu null. Hallo, 1500. Warum jetzt Gegner? So, gehen wir mal dahin. Was sind denn hier so Tennisplätze? Ich meine, wenn es 6 Levels gibt, ist das ja relativ einfach. Da muss man die nur finden. Und wahrscheinlich dann gewinnen. Oh, mal. Hartplatz. Oh, mal gucken. Na, dann mach ich doch was. Komm.
Ist ja scheißegal, wie lange das. Ist ja mein Rennen dann. Mach ich das nämlich noch. Mach ich gleich nochmal. Lege ich gleich nochmal ein Doppelspiel drauf, dann haben wir auch alles gesehen von dem Ding. Ich finde das geil. Vor allem Story Mode. Oh, sowas stehe ich doch. Ah, was mache ich denn da? Besser. Ich will gewinnen. Ich will vor allem mal einen Tennisplatz sehen. Zack. Ich hab's einfach drauf. Ja! Da ist ein Tennisplatz! Komm weg. Hau ich auch noch weg. Den sollte ich auch weghauen, weil dann muss ich dann nicht nochmal wieder vorne anfangen. Mit diesen Netzdingern. So, genau. Sicher schlagen, kontrolliert schlagen. Das Racket mag ich, was den Aufschlag angeht, irgendwie noch gar nicht. Es ist mir einfach noch ein bisschen zu unsicher. Na, der war jetzt nicht so wahnsinnig platziert. Das war klar. Und das war Glück. Das war echt Glück. Ja. Gut. So, noch einen, dann sind wir am Tenniscourt. Da haben wir sogar mal den ersten Boss gesehen. Da würde ich auch sagen, ganz ehrlich, da mache ich definitiv das Ding als LP und wir spielen das durch. So, komm, fight! Achso, das ist von Duke Nukem. Let's play tennis. I've got the balls of steel. If you beat me, I give you a pearl. Warum sage ich das eigentlich in Englisch? Es ist Zeit, Tennis zu spielen. Wenn du mich besiegst, gebe ich dir eine Perle. Und? Ja, mehr nicht. So, komm. Fight. Ich bin gespannt, da spielen einen kompletten Satz. Ne? Ist egal, wahrscheinlich sind wir gleich bei 1 Stunde 10. Der war tödlich. Der war gut. So, besser. Aber ich glaube, da wird sich besonders der Pink Cap, glaube ich, freuen. Und wahrscheinlich der MS Standard auch. Dann können wir nämlich haben das nächste Tennisprojekt. Mein Gott, ey. Aus dem Nichts. Boah, es ist aber auch hier Not gegen Elend im Augenblick. Boah. Das war echt. Das sieht nicht gut aus. Mit dem richtigen Glück. Das war ganz katastrophal. Was hat der denn da für... Hä? Drei Köpfe? Achso, weil das ist Bösewicht. Achso, okay. Ja, okay. Drei Totenköpfe. So, jetzt hören wir auf, uns immer die Totenköpfe nach Gedanken zu machen und versuchen mal erstmal wieder Punkte zu machen. So, der war nicht schlecht. Der war besser. Na, komm. Schön. Der war richtig gut. Ah. Ah. Mist. Ich glaube, dann können wir uns bei der Zeit können wir uns das Doppel, glaube ich, sparen. Ne? Egal, dann mache ich sowieso mehr davon. Habe ich jetzt einfach mal spontan beschlossen. So, komm, ich muss den breaken. Ah, ich hasse diese Scheißasse in letzter Sekunde. Das geht mir auf den Sack. Das ist echt gescheatet.
Besser. So. Zweiter Breakball. Aus. Das ist auch so ein Phänomen von der tollen KI, ne? Dass da kein Unterschied ist zwischen erster Aufschlag und zweiter Aufschlag. Die hauen beide voll mit Vollgas drauf. Ja, das ist jetzt schon ein Problem. Hätte gute Länge. Den halten. Und rein. So, schön. Wieder Einstand. Naja, schwächelt ein bisschen. Ist nicht sein bester Tag. Boah, hab ich einen Dusel. Ich hab schon wieder gezittert. Uah! Meine Güte, ey. Das war gut. So. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier mal den Aufschlag besser hinkriegen. Auch nicht gegen den Ball laufen. Na komm. Besser. Der will. Was soll denn die Scheiße jetzt hier im Augenblick? Ja gut, da brauche ich nichts tun, weil der war tödlich. Besser. Ist auf jeden Fall ein exzellenter Rückschläger. Das passt mir natürlich gar nicht. Vor allem, wenn ich im Augenblick so einen beschissenen Aufschlag habe. Na gut. Abhaken. Der Aufschlag war katastrophal. So, daran muss ich arbeiten. Das war es noch nicht. Aber so sicher ist der mir auch nicht. Also, den kann man sicherlich schlagen. Ohne Worte. Okay, wenn ich mich natürlich so dämlich anstelle, dann wird das auch nichts. So, komm. Yes! Der war genauso, wie ich ihn haben wollte. Aber das reicht nicht. Boah, der gut. Boah, war der gut. Und zum ersten Mal kann ich stolz sagen, so hatte ich das auch vor. Da habe ich ihn schön verarscht, das wusste ich. Das ist nämlich das Problem der KI. Wenden der Schmetter jetzt nochmal? Na gut, jetzt hat er gelernt. Aber das ist relativ einfach, das habt ihr in Tennisspielen auch so. Wenn ihr, und da ich ja jetzt hier relativ schlecht bin, nur einen Lob bis zur Mitte platziert, hauen die meistens ins Netz. In eine Menge Videospiele. Das war doof! Ah, das war zu gut. Das war zu gut. Zu gut. Der Aufschlag ist einfach zu gut von ihm. Da bin ich einfach, was den Aufschlag angeht, zu schlecht. Der muss besser sein. Okay, da hast du mich gerettet. Das war doof von dir. Der war nämlich weg. Ja, ich sollte mal mehr riskieren und sollte wirklich den Smash versuchen anzunehmen. Aber den kriege ich, glaube ich, gar nicht hin. Ich muss bei dem Spiel noch viel lernen. Also, ich bin hier definitiv nicht gut. So. Das war zu spät. Aber gut, bei 14, 15 kann man das mal probieren. Nein! Sowas darf mir nicht passieren. Weil dann passiert nämlich schnell sowas und dann hat er eine Breakchance. Na komm, mach am besten noch ein Doppelfehler.
Das wusste ich. Da ging er komplett auf Angriff und macht das Ding rein. 4-1. Scheiße. Scheiße. Jetzt hilft nur noch ein Wunder. Sonst spielt er durch. Yes! Der war gut. Boah, ich glaube, bei Everybody's Tennis habe ich tatsächlich geschafft, in einem Tiebreak, glaube ich, 6 Matchbälle abzuwehren. Aber das machst du auch nicht an jedem Tag. Und nicht hier. Weil also die Hitbox ist definitiv nicht, ich sage es mal ganz ehrlich, zweifelhaft. Ich vermute mal, das liegt daran, dass das mit Sicherheit eine Engine ist von Arcade Tennis. Wenn das nicht sogar auch im Arcade war, das Ding. Und dann ist es meistens eigentlich so gemacht, dass es schon nicht wirklich einfach ist. Arcade halt, ne? Geld verdienen. Das war noch die Zeit, bevor man mit dem DLC sich den Easy Mode kaufen konnte. Nein! Jetzt habe ich eine Fliege getroffen, das war's dann auch. Ja, komm, das macht er jetzt 6-1, das war's. Das war's. Oh, und dann solche. Das sind wirklich Unforced Errors, das darf nicht passieren. Das sind die Nerven. Die Anspannung. Der Druck, der auf den Schultern lastet. Ein ganzes Königreich zu befreien. Super. Zwei halbseidene Bälle und zwei Unforced Errors. Damit kann man natürlich auch verlieren. So, aber ich kann doch jetzt dementsprechend alles kaufen, ne? Gibt es jetzt neue Gegenstände? Habe ich doch schon, oder nicht? Muss ich das jedes Mal neu kaufen, oder wie? Was ist das denn für eine Logik? Ich verstehe das nicht ganz. Jetzt habe ich alles. Ach, wahrscheinlich muss ich dann zum nächsten. Da gibt es wahrscheinlich mehrere Städte und in mehreren Städten gibt es dann auch irgendwas. So, komm, ein Fight machen wir noch. Wir haben auch genau eine Stunde aufgenommen. Ich bin auf jeden Fall gefühlt schneller, würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Ja. Das kann ich sagen. Ich bin also definitiv besser ausgerüstet. Also man merkt das relativ schnell. Weiß ich auch wieder, wie der Hase läuft. Der musste also in Anführungszeichen so viel Geld machen, dass du dir das jedes Mal kaufen kannst. Weil du musst ja wahrscheinlich eh nur in einer Runde durchspielen, was ich ein bisschen bescheuert finde. Kann man hier nicht irgendwo speichern? Ach, dann kann ich nach Hause? Okay. Ja, und Search. Ist lustig. Ja, das ist mir schon klar. Aber ich muss das doch jetzt nicht in einer Session durchspielen, oder? So, ich habe jetzt gerade mal ein Safe State gesetzt, habt ihr jetzt gerade mal gesehen. Verstehe ich noch nicht. Egal, das muss mir einer erklären, ob man das irgendwie in echt irgendwie speichern konnte. Weil sonst kann es nicht so lange sein, dass man da durchspielt.
Aber egal, wir gucken mal. Ich werde auf jeden Fall dieses Ding mir im Auge behalten, auch wenn es weh tut. Und dann gucken wir mal. Ich finde das geil. Ich finde das geil. Ein Tennisspiel mit Story Mode. Ich bin sofort angefixt. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wenn ihr Spaß hattet, abonnieren, kommentieren, bewerben und guckt den Retro-Lutzer, guckt den Standard, guckt jeden, der irgendwie nur ein Tennisspiel virtuell spielt. Der verdient Unterstützung. Möge der Grand Slam mit euch sein. Bis dann. Tschüss.